Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf dem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder von der Holster Map im LS22 mit TerraLife Plus, beziehungsweise alles, was TerraLife Plus uns bietet im Realismus-Selbstversuch. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge nochmal den Wendestatus angepasst, weil da haben wir so einen klitzekleinen Fehler drin gehabt und haben das Ganze oben eingelagert in das Heulager. Und vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare. Ich bin, by the way, wieder zurück aus dem Urlaub und habe fleißig gelesen. Ihr habt mir Tipps gegeben zu den Ballen, dass ich aufpassen muss, dass die nicht verrotten. Ist aber kein Problem, denn ich möchte die eh am Jahresende dann zu Geld umwandeln, weil das so ein bisschen, einerseits mag ich das einfach, Ballen zu pressen, aufzuladen, das Ganze zu handeln und ich brauche ja auch eine Einnahmequelle. Und so ist das Ganze aktuell für mich gedacht. Aber trotzdem danke für die Info, ist immer gut zu wissen. Ebenso hat mir einer gesagt, dass über dem Kuhstall hier wohl ein Ballenlager sein soll. Schauen wir uns dann bei Gelegenheit dann auch noch an. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir heute mal rein ins Ballenpressen. Ihr seht, ich bin am nächsten Tag, es war schon ein bisschen duster. Ich habe die Ballenpresse ausgetauscht. Wir haben jetzt hier die Glas Roland 455 RC aus dem Mod Hub. Wir werden die separat wickeln. Das ist keine Presswickelkombi. Ja, es ist einfach nochmal so ein bisschen ein extra Aufwand. Dann ist dementsprechend auch die nicht ganz so groß. Und wir wollen uns heute mal mit dem Fendt auf den Weg machen. Und zwar ist der... Schön, wie der klingt, ne? Aus dem Hause Modding Welt, beziehungsweise dort gibt es den zum Downloaden. Denn der hat mittlerweile dann IC drin und so weiter und so fort, ne? Ihr fragt es ja immer wieder, wo kommt das Zeug her? Da habt ihr es. Es hilft halt immer wieder, die Videos anzuschauen mit Ton, weil ich sage es eigentlich immer wieder, wo ich das Zeug herkriege, bevor wir in die Arbeit gehen, und dementsprechend, ja, lohnt es sich eigentlich dazu zu hören, die Lauscher aufzusparen. So, ich will den einfach mal testen. Ich habe den bis dato noch nicht genutzt. So, ich hoffe, das geht so. Ja. Das sieht gut aus. Wir sind halt zu dick. Bauch jetzt hier. So, Leute. Tür zu. Ab nach oben. So. Ganz schön eng geworden hier am Hof mit unseren Maschinen, aber es macht Spaß. Ich freue mich auch wieder zurück zu sein. Ich habe es vermisst. Es ist einfach so, ich bin mittlerweile so ein bisschen tiefer drin im LS. Nichts nur so oberflächlich, und da will man halt weitermachen, ne? Da will man weiter vorankommen. Und ich hoffe, euch macht es auch weiterhin Spaß. Ich war jetzt, boah, ich glaube 10 Tage war das jetzt schon, auf Malle. Aber keine Sorge, nicht am Ballermann Arenal und hier einmal weglöten, Reset-Knopf drücken und so weiter. Nee, nee. Einfach Badeurlaub, nochmal schönes Wetter genießen mit den Kindern und so weiter und so fort. Die üblichen Geschichten halt. So, ein bisschen weiter ausholen. Okay, wir müssen uns direkt eins merken. Der Kollege hier hat einen Wendekreis wie ein LKW. Auf der rechten Seite, die werden wir dann auch noch pressen. Ich fahre jetzt aber erstmal nach hinten durch. Was haben wir denn heute? Donnerstag. Flieger kam eine Stunde zu spät. Direkt mal eine Stunde länger warten müssen. Das ist immer geil. Du musst ja am Flughafen schon so oder so gefühlt 5 Stunden vorher da sein. Und du wirst dann halt dementsprechend auch im Hotel abgeholt, ne? Weil die halt
je nachdem den einen oder anderen auch noch mitnehmen. Also du hast halt solche Urlaube, extreme Wartezeiten. Du wartest eigentlich nur. Erster Tag ist 50% warten. Und dementsprechend sind wir gestern Nacht ein bisschen später heimgekommen, aber es hilft nichts. Wir müssen trotzdem weiter hier vorankommen. So, bleib bloß nicht hängen. Ich glaube, ich brauche bei dem gar nicht so weit runterschalten. Der parkt das, glaube ich, gut und gerne im dritten Gang. So. Also, dann müssen wir hier irgendwas ausklappen. Ich glaube nicht, oder? Anschalten. Ablassen. Let's go. So, wir haben Kräutergras frisch drin. Wie gesagt, wir werden das dann noch pressen. Ach, nicht pressen, mit Folie umwickeln. Dann müsste ja rein theoretisch Silage rauskommen. Rein theoretisch. Schauen wir mal. Oh, ich habe schon Bock, das Zeug zu pressen. Ich habe da so eine richtig schöne Einzel... Warum sage ich immer pressen? Wickeln, so eine Einzelwickelgeschichte. Aber es sieht so aus, als würde hier nicht so viel runterkommen. Was haben wir denn eingestellt? Kann ich nicht viel einstellen. Ich glaube, das sind die 150er, wo er da rauslässt. So. Sehr schön. Das läuft doch. Wunderbärchen. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, so Urlaubsthematik, beziehungsweise mittlerweile, ich glaube, ich werde alt. Ich schaff's nicht mehr, so unter die Leute zu gehen. Mich regt alles nur noch auf. Ich habe das Gefühl, ich bin der einzige intelligente Mensch auf der Welt. Kennt ihr das so, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und es nervt euch einfach alles? So Egoisten, wir hatten zum Beispiel ein Thema, wo sich ein Mann und eine Frau wegen einer Liege gestritten haben, obwohl 3 Meter nebendran, wo wir lagen, war halt eine Liege frei. Also man hätte jetzt sicher einfach sagen können, okay, lass gut sein, ich nehme einfach die Geschichte. Nee, die haben sich, also ich habe echt drauf gewartet, dass der Mann der Frau eine in die Fresse haut. Also richtig, richtig knapp war das, meiner Meinung nach. Das war halt auch so ein Engländer, der war halt einfach schon von der Art irgendwie so, so rabiat. Wo ich mir immer denke, weißt du was? Du kannst doch jetzt da nicht weiter streiten, weil der Urlaub ist gelaufen. Was willst du denn jetzt auf diese Liege beharren und daneben den hinzuliegen? Du kannst ja nicht in aller Ruhe hinliegen. Weißt du, wie ich meine? Sondern du wirst dich dauerhaft aufregen, dass der Typ neben dir liegt. Du kommst da nicht zur Ruhe. Die hat da komplett gezittert an der Hand. So emotional war das Ding. Und du ruinierst ja nicht nur dir den Urlaub, sondern auch dem anderen, je nachdem, ne, wie man das sehen will. Da denke ich mir, bei Spaß, hier ringsrum, es war wirklich nicht viel los. Du hattest die Qual der Wahl anliegen. Nimm doch einfach eine andere Liege und gut ist. Nee, da war auch noch dann die Tochter dabei, ich schätze mal so 4 oder 5 Jahre alt. Also da ist halt dann auch sehr gutes Vorbild, dass man gleich aggressiv reingeht. Und mit jemand Fremdes rumstreitet, ist auch immer gut. Schwierig. Also schwieriges Thema. Manche Leute verstehe ich nicht. Und dann waren halt auch solche Geschichten wie, es gab Kinderpools, Babypools, also rund um Thema Kinder. Und die Erwachsenen hatten ihren eigenen. Und ich finde es schon immer kritisch, wenn, und es ist no hate an die Raucher, es sind nicht alle so, aber es sind viele Egomanen, die Raucher sind, die rauchen einfach, obwohl es spezielle Raucher-Areas gab, wo die hin mussten. Es hat die halt einfach nicht gejuckt und ich finde es dann das Nonplusultra, wenn diejenigen dann halt auch am Babypool oder am Kinderpool einfach rauchen. Es ist ihnen einfach scheißegal. Und das hat mich so ein bisschen aufgeregt. Also
da war wieder so ein Thema, es zieht sich so durch, ich kann nicht mehr unter Menschen gehen, zumindest nur unter Gleiches, Gamescom zum Beispiel, ne? Lauter Verrückte, da kann ich hin, aber alles andere finde ich, boah, da muss ich mich nur aufregen. Wir hatten dann so ein bisschen All-Inclusive-Thematik und da, ich mag es netter. Ich sag's euch, wie es ist, ich mag das netter. Es ist cool, dass ich nicht kochen brauche und so weiter, aber die Leute haben da komplett das Hirn verloren. Die packen sich die Teller voll, als gäbe es kein Morgen nicht und lassen aber dann die Hälfte liegen, als würden sie verhungern. Als würde es nichts mehr geben, außer dieses Buffet, obwohl die ja immer und immer wieder nachfüllen, verstehe ich nicht. Und bei mir ist es halt so, ich packe mir von jedem ein bisschen was drauf und es wird aufgegessen. Vielleicht schmeckt es mir nicht ganz so, ich mache es aber meistens so, dass ich es trotzdem aufesse, weil es ist jetzt nicht so, dass die nicht kochen können, dass du da Brechreiz kriegst, ne? Das muss man halt auch verstehen, sondern ich esse es halt aus Anstand und deswegen nehme ich mir auch erst immer so kleine Häppchen, dann weiß ich, was ich will und dann laufe ich nochmal und dann kann es halt auch noch sein, dass ihr größere Portionen esst und dann ist aber gut. Aber dann probiere ich doch erstmal. Nee, da wird drauf gepackt ohne Ende. Also da gibt es tausend solche Geschichten, wo ich mittlerweile nicht mehr klarkomme. So wie jetzt hier den Berg hoch. Mit dem Menschen im Flieger drin. Beim Aussteigen. Der hat es nicht ausgehalten, bis er draußen im Flugzeug war. Der musste schon... Kennt ihr das, wo ihr hinten rauslauft, dann steht ja meistens noch das Bordpersonal dran und verabschiedet dich so dieses letzte Räumchen, wo die ihre Sachen herrichten. Da musste er schon an dieser Drecks-E-Zigarette ziehen und rauchen. Als würde man es nicht noch eine Minute länger aushalten. Finde ich absolut schrecklich. Absolut schrecklich. Naja. Und so gab es halt Dinge, ich kann es einfach nicht mehr. Deswegen fühle ich mich, glaube ich, zu Hause am wohlsten. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. Naja. So, ich glaube, hier sind wir soweit auf dem Feld durch. Also er hat hier auf jeden Fall Wendekreis ein großes Thema. Ich weiß nicht, ob wir den nochmal zum Ballenpressen nehmen. Ich glaube, so Transportgeschichten sind mit dem ganz gut. Aber so kleine Schlenker und Wendungen zu fahren, schwierig. So, das nehmen wir noch mit. Dann machen wir mal aus. Zusammenklappen. Und fahren noch auf das untere. Das untere ist sogar noch ein bisschen knackiger, aber naja, es hilft nichts. Da müssen wir durch. Also heute so ein bisschen Talk über den Urlaub. Das wird natürlich die nächsten Folgen mit Sicherheit so ein bisschen bestimmen. Dass ich mir den Frust von der Seele spreche. Dir mal das an, ne? Das ist unfassbar. Komme ich da jetzt so einfach wieder rum? So. Der ist aber cool. Er klingt wenigstens schön. Wir hatten den, glaube ich, im 19er auch schon. Und ich glaube auch im 22er gibt es den auch, aber da hat mir der Sound nie so gut gefallen. Das hier gefällt mir echt gut, klingt gut, läuft. So, das hier, das wird nochmal so ein kleines Meisterstück cleverer mit dem Wendekreis. Und dann können wir nämlich in der nächsten Folge schon direkt wickeln. Jetzt haben wir es, wickeln. So, ausklappen. Anschalten, ablassen. Los geht's. Ich glaube, hier können wir auch mal noch die Thematik mit Allrad anschalten, ne? Die Sounds sind auch schön. So, mal gucken, wie wir reinkommen, ob ich gleich wieder den Triple Upload schaffe. Ich vermute mal nicht. Ich habe halt einiges noch aufzuarbeiten dann. Wir werden einfach sehen. Ne? Passt immer gut, das in der letzten Minute reinzudrücken. Dann hört eh niemand mehr zu, Kappa. In dem Sinn wünsche ich euch an der Stelle schon mal einen wundervollen Donnerstag. Bleibt anständig und dann sehen wir uns morgen wieder.
auf der Holzer. Macht's gut. Bis dann. Pfiat euch.